Als ich 12 Jahre alt war, habe ich das erste Mal Vampire Storm 2 gespielt. Damals noch ohne Internet und alles. Und jetzt ist es 2024, ich bin fast 30. Und ich darf jetzt endlich den dritten Teil spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen nervös. Ich muss noch eine kurze Kleinigkeit sagen, bevor wir loslegen. Wir haben ja auf dem Kanal Vampire Storm 1 und Vampire Storm 2 gespielt, ja? Ist jetzt alles schon wieder fast ein Jahr insgesamt her, dass wir angefangen haben. Aber es sind geile Games. Und gerade Vampire Storm 2 ist so gut gealtert. Und wir haben jetzt wichtig, alle, die Vampire Storm 1 und 2 nicht gespielt oder gesehen haben, sollten jetzt weghören, weil ab jetzt kommen Major Spoiler, okay? Gut, ihr seid gewarnt. Nice, weil wir spielen hier den dritten Teil, also wird ja aber offensichtlich, dass, ne, dass Spoiler kommen werden. Also, wir haben ja in Vampire Storm 2 auf normal gespielt und haben da das gute Ende bekommen. Valna wurde vom Schattengeist übernommen und Asuka ist tot. Und Elaine wurde dann noch von Valna, beziehungsweise vom Schattengeist von Valna im Sarg getötet. Das ist aber nicht Kanon. Das ist so nicht passiert. Wie ich das gelesen habe, ist ein anderes Ende kanontechnisch das Richtige. Und zwar haben am Schluss, ich glaube, Asuka und Elaine zusammen Valna besiegt und den Schattengeist in ihm dadurch verbannt? Fragezeichen. Auf jeden Fall das Wichtigste ist eigentlich nur, dass Valna gerade tot ist. Und ich glaube, das sollte eigentlich als Prämisse reichen. Okay, Leute. Ich habe nur das hier bisher gesehen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch schon seit Wochen kein Let's Play gemacht. Wir legen los. So. Wenn ein Mensch stirbt, spendet der Himmel seiner Seele ewigen Frieden. Oh mein Gott, Malex mit seiner blutroten Schrift. Er kommt einfach nicht davon los. Wenn ein Vampir stirbt, erleidet sein Blutgeist ewige Qualen. In der Ebene des Blutes. Ach, guck an. Das Ende von Vampire Storm 2. Schön, dass es hier nochmal gezeigt wird. Was haben wir nur getan? Uns blieb keine andere Wahl. Valna ist tot. Es war unvermeidbar, wir mussten sie aufhalten. Valna, Jaina, Raron, alle waren sie beseelt von verdammten Schattengeistern. Reiß dich zusammen, wir können das nicht mehr ändern. Konzentrieren wir uns auf unsere nächsten Schritte. Sieh dir diese Steintafel an. Wir sollten sie vorlesen. Was interessiert mich diese verdammte Steintafel? Ich muss mich um Valna kümmern. Sieh hin, auf dieser Steintafel steht der mächtigste Zauberspruch, der je erschaffen wurde. Es ist genau wie in Vampire Storm 1. Damit kann ich endlich die Welt nach meinen Wünschen formen. Nein. Nein, diese Steintafel macht uns zu den mächtigsten Wesen, die je existiert haben. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Diese Steintafel könnte genauso gut alles Leben auf dieser Welt auslöschen. Die Elras haben sie hier tief unter der Erde versteckt. Wenn sie die Welt auslöschen wollten, hätten sie es schon längst getan. Nein, ich denke, dieser Zauber macht uns unendlich mächtig. Wir konnten sie rechtzeitig vor der Nutzung des Zaubers stoppen. Außerdem ist es völlig egal, was der Zauber bewirkt. Ich werde jetzt Valna aus der Ebene des Blutes befreien. Lass deinen Blutgeist ruhig ein wenig leiden. Wenn wir die Steintafel jetzt nutzen, werden wir so mächtig sein, dass du ihn mit einem Fingerschnipsel wiederbeleben kannst. Woher willst du das wissen? Die Elras haben diese Steintafel erschaffen. Sie sind durch und durch getrieben von dem Verlangen, alles zu vernichten. Lass dich nicht von deiner Trauer blenden. Dies ist unsere Gelegenheit, der Welt Frieden zu bringen. Ach, jetzt würdest du das wollen, Asuka. Frieden, indem du jeden vernichtest, der nicht deinem Willen folgt? Unsinn, nicht jeden! Wir haben keine Ahnung, was dieser Zauber bewirkt. Wir brauchen das Zauberbuch der Elras und müssen dort drin nach Antworten suchen. Außerdem kann ich damit Valna wiederbeleben, bevor wir den Zauber sprechen. Ist das dein Ernst? Das verdammte Zauberbuch! Die unglaubliche Macht der Elras steht direkt vor unseren Füßen, auf dieser Steintafel!
Ja, das ist mein voller Ernst, Asghar. Verdammt, Elaine, mit dem Zauber hättest du die Macht, alles zu tun, was du willst. Oder der Zauber ist das Ende dieser Welt. Ich werde den Zauber jetzt nutzen. Das wagst du nicht. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist, Asghar? Ich warne dich kein zweites Mal. Na schön. Dann besorg doch das verdammte Buch und beleb Valna wieder. Danach nutzen wir gemeinsam den Zauber. Und was machst du? Ich lasse die Steintafel in mein Schloss transportieren. Dort bewahre ich sie sicher bis zu deiner Rückkehr auf. Von wegen, Asghar. Ich lasse dich nicht mit der Steintafel allein. Dann wird es wohl nichts mit Valnas Wiederbelebung. Und wie lautet deine Entscheidung? Ich teile die Steintafel auf. Eine Hälfte verwahrst du, die andere ich. Und dann hilfst du mir, mit dem Buch Valna wiederzubeleben. Erst dann nutzen wir gemeinsam die Steintafel. Ich finde es übrigens extrem cool, dass es exakt am Ende anschließt. Wacht auf! Wacht auf, ihr elenden Maden! Okay, vielleicht schließt es nicht direkt am Ende an. Wait, what? Wacht auf, ihr elenden Maden! Wie konntet ihr es wagen, mich so zu hintergehen? Okay, vielleicht schließt es nicht direkt an. Cooler Schal. Schade, dass er nichts bedeckt. Asghar? Ihr verdammten Verräter, niemals zuvor habe ich jemanden so sehr verabscheut wie euch. Wegen eurer Taten sind wir jetzt alle dem Untergang geweiht. Wo bin ich? An dem Ort, an dem ihr für euren Verrat bezahlen werdet. Oh mein Gott, Dialogauswahl. Wovon redest du? Wovon ich rede? Tu nicht so unwissend. Du weißt ganz genau, was du getan hast. Es gibt nichts, was eure Taten rechtfertigen könnte. Du bist wahnsinnig. Wahnsinnig? Wahnsinnig? Ich glaube, dir ist nicht klar, in welcher Lage ihr euch befindet. Deine Taten waren es doch, die uns gezwungen haben, so zu handeln. Aber was haben wir getan? Meine Taten? Meine Taten? Du hast alles zerstört, was ich aufgebaut habe. Alles zerstört, was ich je geliebt habe. Hör auf, von Liebe zu sprechen. Alles, was du dieser Welt gebracht hast, ist der Tod. Ich habe den Tod gebracht? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Euer verräterisches Dasein endet hier und jetzt. Wir werden sehen. Denkst du, ich verschone euch, nachdem ihr mich derart hintergangen habt? Aber was haben wir getan? Du hättest mit uns kämpfen sollen, nicht gegen uns. Du bist hier das verräterische Schwein. Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Ich habe dich erschaffen, als meinen Schüler. An meiner Seite hätten wir alles erreichen können. Schüler? Sklave trifft es wohl eher, Asghar. Du verdammter, undankbarer Wurm! Du bist schuld. Schuld? Schuld woran? Dass ich ein Leben unendlicher Möglichkeiten wollte? Lass uns sofort gehen, du Wahnsinniger. Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Vincent Waynard, Genie, Dalira, Larius. Wer? Allesamt wertlose Würmer, doch wegen dir, Valnar, habe ich das Wichtigste verloren. Meine Unschuld. Deinen Verstand? Du nutzloses Stück Dreck, ich wusste, dass man dir niemals vertrauen kann. Na schöne Melaine. Genau, Alter. Ich versuche in Character mal zu antworten. Ich hasse dich. Immer und immer wieder dieser Verrat und diese Undankbarkeit. Ihr habt es wirklich geschafft, dass ich euch nur noch verabscheue. Schmoren der Hölle. Ich hoffe, die Ebene des Blutes wird euch vor Schmerz den Verstand rauben. Ich kann kaum fassen, wie sehr dich jede Faser meines untoten Körpers hasst. Stirb bei den qualvollen Tod, Verräter. Du dreckige Made. Valna, ich liebe dich, Elaine. Wie rührend, und jetzt fahr zur Hölle. Nein! Oh, er hat es tatsächlich getan. Achso, er hat es tatsächlich getan. What? Ich dachte, jetzt passiert noch irgendwas, was das Ganze aufhält. Oh nein. Wo sage ich mein Intro mit dem Opus? Da ist er ja.
in der Lava verbrannt. Was erzählst du denn da? Das ist eine Frau. Ich sehe die Brüste ja von ihr. So ist es geschehen. Aaron? Huh? Wird er uns auch töten, Opa? Dies ist doch nicht das Ende, das verspreche ich dir, Aaron. Wie sollen wir hier nur jemals rauskommen? Warum bin ich eigentlich ziemlich baff dafür, dass ich 9 bin? Sie werden uns finden, wir müssen nur durchhalten. Ich kann nicht mehr. Oh mein geliebter Aaron, bitte gib nicht auf. Er hat Mama und Papa getötet. Die Soldaten werden uns bald finden und da wird alles gut. Trotz meiner Worte versteht ihr immer noch nicht, wer uns hier gefangen hält. Hör auf, meinem Enkel solch grausame Dinge zu erzählen! Er ist ein Monster, der schlimmste Vampir, der je existiert hat und je existieren wird. Die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs werden uns finden und ihn besiegen. Des Heiligen Kreuzzugs? Wait, what? Der Heilige Kreuzzug ist schon so gut wie vernichtet. Hat Asuka die... Ach, so viele Möglichkeiten. Entweder ist es ein zweiter Heiliger Kreuzzug oder Asuka hat die Steintafel vorgelesen und ist in die Vergangenheit geportet. Tatsächlich jetzt beim Heiligen Kreuzzug. Oder sie reden gar nicht von Asuka. Das wäre ja doch nice. Das darf nicht das Ende sein. Ich fürchte, das ist es aber. Es gibt kein Entkommen. Seine Macht ist zu groß. Wir können nichts mehr tun, als hier auf unser Ende zu warten. Bitte sag so etwas nicht vor meinem Enkel. Wir werden es schaffen. Wir müssen nur durchhalten. Bald werdet ihr verstehen, dass zu verhungern noch das gnädigste Schicksal ist, das euch erwarten kann. Er kennt nur noch Zorn und den absoluten Willen, alles zu beherrschen. Wer oder was sich ihm in den Weg stellt, wird vernichtet oder versklavt und sein Sklavensein ist unendliche Male schlimmer, als zu sterben. Opa, ich hab Angst. Es muss jemanden geben, der ihn aufhalten kann. Die letzte Hoffnung ist verloren. Die einzigen, die ihn hätten aufhalten können, endeten so, wie ich es euch gerade erzählt habe. Opa, ist das wahr? Werden wir hier sterben? Die letzte Hoffnung der Menschheit? Zwei Vampire? Verbrannt in einem Kerker? Das will ich nicht glauben. Es spielt zwar keine Rolle mehr, aber ich werde euch auch erzählen, wie es so weit kommen konnte und warum das unser aller Ende bedeutet. Vor vielen Jahrzehnten waren die Vampire durch den... Oh, erstmal Storytime, nice. ...waren durch den Heiligen Kreuzzug unter der Führung von Vincent Vaynard nahezu ausgerottet worden. Aha, wissen wir. Nur zwei Vampire schafften es zu überleben. Ihre Namen waren Elaine Frinia und Valnar Danus. Na, das stimmt schon mal nicht. Das stimmt schon mal nicht. Sie waren sehr mächtige Vampire mit der Fähigkeit, ihre vampirische Natur vor den Menschen zu verbergen. Daher war es ihnen möglich, unerkannt unter den Menschen zu leben. Beide erkannten, dass nur ein Leben mit den Menschen der einzige Weg war, den Frieden auf der Welt zu erhalten. Sie wollten niemals wieder einen heiligen Kreuzzug heraufbeschwören. Und so verzichteten sie darauf, weitere Vampire zu erschaffen. Ich dachte, das wäre so ein Drei-Zeilen-Charakter. Ich kann nicht die ganze Zeit die Hand vom Mund halten. So verging eine sehr lange Zeit des Friedens, bis zu jenem schicksalhaften Tag, an dem die beiden Vampire aus Liebe zueinander beschlossen, ihr glückliches Dasein durch ein Kind zu vollenden. Ach so, ja gut, wenn man das von dem Zeitpunkt aus erzählt, dann stimmt es schon mit Elaine und Valnar, weil die zwei haben ja Vincent, also die drei haben Vincent besiegt, dann ist Asuka durchgedreht und dann Valnar und Elaine zusammen Asuka besiegt. Getötet. In die Ebene der Blutgeister verbannt, wie auch immer. Und wenn man da das Ende des Heiligen Kreuzzuges anschließt, dann ja, dann sind es die zwei letzten Vampire gewesen. Auf jeden Fall wollten sie ja dann Jaina holen. Doch da in einem untoten Körper kein Leben entstehen kann, blieb ihnen nur ein Weg, um ihren Wunsch zu erfüllen. Oh, Flashback, ey. Hätte es zwei gar nicht spielen müssen. Ha! Oh, das ist so... Jesus Christ. Also ich weiß, Malix mag Fanservice, aber ich nicht. Ist yikes. Oh, der Schal. Oh nein, das ist der Schal, den Elaine dann anhatte. Ach, kleiner Schmetterling, du hast keine Sorgen, was? Sieh dir an, Valnar. Diese Augen, diese wunderschönen Haare. Sie ist einfach perfekt, ich weiß es. Sie vermisst anscheinend jemanden. Meinst du, wir tun das Richtige?
Wir reißen sie aus ihrem Leben. Lassen ihr keine Wahl. Ach, Walner, du hattest damals auch keine Wahl. Und schau dich heute an. Könntest du dir ein besseres Leben als das eines Vampirs vorstellen? Wir können mittels unserer magischen Auren friedlich unter den Menschen leben und müssen dank unserer vampirischen Kräfte keine Diebe, Mörder oder Monster fürchten. Durch eine Verwandlung verlorst du damals deine geliebte Aisha. Doch heute liebst du mich mehr als alles andere. Das Leben geht immer weiter. Neue Situationen bedeuten auch immer neue Chancen. Chancen, zu neuer Größe zu gelangen und das Leben besser zu gestalten, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Und ja, vielleicht wird sie kurzzeitig ihre alte Familie vermissen. Doch schon bald wird sie uns als ihre neue Familie akzeptieren und lieben. Wir tun das Richtige und es kann gar nichts Schreckliches darauf passieren. Für sie und für uns. Wir werden für immer eine glückliche Familie sein. Das verspreche ich dir. Und es kann nichts Schreckliches passieren. Doch konnte Elaine nicht ahnen, dass dieses Versprechen ein Trugschluss war. Ihr Wunsch, ein Mädchen namens Jaina durch die Umwandlung zu einem Vampir zu einem Teil ihrer kleinen Familie zu machen, begründete den ersten Schritt in eine Zukunft, die sie niemals wollten. Eine Zukunft, in der alles zerstört wurde, was ihrem Dasein einen Sinn gegeben hätte. Was hat das zu bedeuten, Jaina? Was macht dieses Schwein Asghar hier und warum stehst du an seiner Seite? Nun, ich habe nun einen neuen Vater. Was hast du nur getan? Du hast diesen Dreckskerl mit Hilfe des Zauberbuchs der Elras wiederbelebt? Er hätte für immer in der Ebene der Blutgeister leiden sollen. Ebene des Blutes? Hieß das nicht Ebene der Blutgeister immer? Naja. Oh, wie herrlich ahnungslos du bist, Walnar. Doch keine Sorge, die Wahrheit wird sich dir schon noch offenbaren. Habt ihr wirklich erwartet, dass ihr mich einfach verwandeln und dann wie ein dummes Haustier behalten könnt? Ihr habt mich gegen meinen Willen zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und nun ist die Zeit gekommen, dass ich zu dem werde, was ich sein will. Oh nein, Jaina, was hast du nur getan? Viel spannender ist doch die Frage, was wir jetzt tun werden, meine liebe Elaine. Aber keine Sorge, ihr werdet beide keine Details verpassen. Jaina hatte nach ihrer Verwandlung so viele Fragen zu ihrem vampirischen Dasein, die Walner und Elaine nicht beantworten wollten. Diese Unwissenheit trieb Jaina unerbittlich an, selbst nach Antworten zu suchen. So geschah es, dass der uralte Vampir Asghar Saren mithilfe eines magischen Zauberbuches aus der Ebene des Blutes befreit und wiederbelebt wurde, und Asghar bot Jaina Antworten auf Fragen, die Elaine und Walner nicht beantworten wollten. Yes, so viel also zu Vampire Stone 2 gerade noch. Doch auch Asghar konnte nicht erahnen, welche finsteren Kräfte noch in dem Zauberbuch steckten. Wieso ist dieses Spiel eigentlich immer so laut, jedes einzelne von den dreien? Finstere Kräfte, die Jaina immer mächtiger werden ließen. Verdammtes Schwein, wirst jetzt sterben. Wartet, achso, da wurden sie gerade entsteinert. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich dachte, wir könnten Jaina nach meinem Willen formen. Doch ich war dumm und blind. Sie ist nicht mehr die Vampirin, die ihr kanntet. Weil du sie uns geraubt und sie verdorben hast. Nein, sie ist von einem verdammten Schattengeist besessen. Nur mit letzter Kraft konnte ich fliehen, um euch zu finden. Wir müssen den Schattengeist in ihr stoppen. Wir werden dir niemals helfen, du elender Mistkerl. Mir helfen? Du verkennst die Situation, Elaine. Entweder wir schaffen es, Jaina aufzuhalten, oder das Leben auf dieser Welt wird aufhören zu existieren. Und so führte letztlich die gemeinsame Jagd nach der besessenen Jaina die drei Vampire an den Ort, an dem Jaina die Steintafel der Elras nutzen wollte. Das ist aber sehr grob zusammengefasst für das 50-Stunden-RPG. Schattengeister sind unfassbar mächtige Elras-Magier, die ihre körperliche Daseinsform überwinden konnten und von einem Wirtskörper zum anderen wandern. Die Steintafel wiederum ist ein Relikt der Elras-Magier, auf dem der mächtigste Zauber geschrieben steht, der jemals erschaffen wurde. Doch nachdem sowohl Jaina als auch Walnar am Ende durch einen Schattengeist besessen waren, blieben Asghar und Elaine keine andere Wahl, als beide zu töten. Und wie ich bereits erzählte, verhinderte Elaine, dass Asghar danach den Zauber der Steintafel nutzte. Stattdessen teilten sie die Bruchstücke wieder auf, nachdem sie sie mühselig zusammengesetzt hatten, und zwar so lange, bis Elaine das von Jaina versteckte Zauberbuch der Elras gefunden und damit Walnar wiederbelebt hatte. Aber das Buch blieb verschollen und Asghar verlor die Geduld mit Elaine. So, meine Vampirdiener, jetzt ist... Ach, das ist der Thronsaal. Guck mal, da liegen Plätzchen auf dem Tisch. Jetzt ist es soweit. Diese verdammte Elaine hat es seit Monaten nicht geschafft, das Buch zu finden. Meine Geduld ist nun am Ende.
Ich werde nicht einen Moment länger darauf warten, dass dieses Missstück das Buch in ihre Hände bekommt. Ich bin dazu auserwählt, den Zauber der Steintafel zu nutzen. Elaine hat versagt. Sie ist genauso inkompetent wie der Wurm Valnar, den sie noch immer so verzweifelt liebt. Doch ihre hoffnungslose Liebe wird mich nicht einen Tag länger davon abhalten, die Macht zu erlangen, die mir schon längst hätte gegeben sein müssen. Macht euch bereit, wir werden noch heute die Bruchstücke ihren dreckigen Händen entreißen. Die Steintafel wird nach all der verschwendeten Zeit endlich mein sein. Falls sie sich mir entgegenstellt, wird sie das gleiche Schicksal wie diese Made Valnar ereilen. Unendliche Qualen in der Ebene des Blutes. Also hat er wieder Vampire erschafft. Okay. Aber Elaine kannte Aska gut und war vorbereitet. Wo ist sie? Das kenne ich, glaube ich, nicht in Ordnung. Das andere war der Thronsaal von Askas Schloss, aber das hier, keine Ahnung. War vorbereitet auf ihren Angriff. Doch je mehr Vampire Aska schickte, um Elaines Bruchstücke zu holen, umso stärker musste sich Elaine wehren. Dies war der Beginn des Vampirkrieges, der diese Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Und je größer der Druck auf Elaine wurde, umso größer wurde auch ihre Verzweiflung. Verdammte Aska, wie viele Vampire will er noch erschaffen, um an meine Bruchstücke zu gelangen? Selbst die Zerstörung seines geliebten Schlosses Elaines vor vielen Jahren hat ihn nicht zur Vernunft gebracht. Du hast sein Schloss zerstört? Wie lange kann ich seinen Angriffen noch standhalten? Und mit jedem neuen Vampir treten zwei Menschen dem Heiligen Kreuzzug bei, um das Ende der Menschheit zu verhindern. Aha! Ein neuer Heiliger Kreuzzug, so wie Valnar und Elaine es vorher gesehen haben. Sieht Aska denn nicht, dass er diese Welt durch diesen Krieg in den Abgrund stürzen wird? Doch, aber es ist ihm halt egal. Oh Valnar, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte so sehr, ich hätte das Buch gefunden, dann wäre heute alles anders. Ich habe an so unfassbar vielen Orten gesucht, doch diese Welt ist einfach zu groß. Das Versteck, in dem Jaina das Buch hinterlassen hat, könnte überall sein. Selbst in irgendeiner Felsspalte oder einem toten Baum. Wie soll ich es nur finden? Und während ich mir darüber den Kopf zerbreche, rücken Askas Truppen näher und näher und sind ebenfalls auf der Suche. Nach mir und meinem Versteck. Ich muss diese Bruchstücke vor Aska schützen, mich gegen den Heiligen Kreuzzug wehren und noch das Buch der Elras finden. Valnar, ich kann nicht mehr. Wäre das alles hier doch nur ein böser Albtraum, aus dem ich bald erwache? Und so bekämpften sich die beiden Vampire für Jahrzehnte. Während der Heilige Kreuzzug geschaffen wurde, um die Auslöschung der Menschheit durch die Vampire zu verhindern. Worin genau die Macht der Steintafel lag, wussten nur die Elras-Magier. Aska erhoffte sich mit der Macht des Relikts die Herrschaft über die Welt. Elaine wollte die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Doch ohne Valnar konnte es für sie keinen Frieden geben. Und für Valnars Wiederbelebung brauchte Elaine das Zauberbuch der Elras-Magier. Aber wo sollte sie so einen kleinen Gegenstand in einer so großen Welt finden? Wo nur konnte das Buch von Jaina versteckt worden sein? Eine nahezu unmögliche Aufgabe ist zu finden. Nach Jahrzehnten der verzweifelten Suche... Ja, ich hab hier eine Decke, bis kalt. ...entdeckten Elaines Speer endlich einen Ort, an dem die Natur durch dunkle Magie verändert worden war. Etwas, von dem Elaine erwartete, dass das Buch irgendwann genau diesen Einfluss auf sein Versteck haben würde. Und so reiste sie sofort dorthin, in dem Wissen, dass dies die wahrscheinlich letzte Gelegenheit sein könnte, das Buch doch noch zu finden, bevor Askas Vampire ihre restliche Armee vollständig auslöschen würden. Und so war Elaine nach Jahrzehnten der Suche und des Krieges gegen Aska, dem Zauberbuch der Elras, endlich ein Stück näher gekommen. Hier irgendwo muss das Buch versteckt sein. Meine Vampirkundschafter berichteten, dass es in diesem Wald durch Schattenmagie verzauberte Tiere gibt. Das deutet auf eine starke, dunkle Magiequelle hin. Es muss einfach das Buch sein. Du hast auch Vampire erschaffen? Na, ich schätze, sie hatte keine Wahl, war. Falls nicht, wird Aska meine Vampirkrieger in Kürze mit seiner Armee überrennen. Dazu darf es nicht kommen. Diese verdammte Suche muss endlich ein Ende finden. Oh, Valnar, ich brauche dich in dieser düsteren Stunde mehr als jemals zuvor. Bewege dich mit den Pfeiltasten oder WASD. Mit Enter interagierst du mit der Umgebung. Escape oder X rufst das Menü auf. Shift bewegt dich die Spielfigur schneller. Im Menü unter Optionen kannst du neben der Lautstärke auch einstellen, dass die Spielfigur immer rennt. Ja, das habe ich schon gesehen. Okay, ich spiele mit Controller, weil ich es kann. Aha. Dumm. So, erstmal die gleichen Menü-Sounds wie früher. Okay, was? Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir sind Elaine Brynnier. Wir sind Level 75. Wir haben Heiltränke, die uns 3000 Lebenspunkte schenken.
25% Blutpunkte wiederherstellen außerhalb des Kampfes. Bluttränke kann man auch im Kampf benutzen. Okay. Wir haben einige Skills Mumienbeschwörung. Okay. Wirklich deine starke Seele. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh wieder resettet auf niedrige Level. Angriffshaltung, Blutsaugen, Konterhaltung, Magiefokus. Okay, das klingt ja schon mal interessant. Kralle der Vernichtung. Und Kralle. Ah, man hat jetzt bei ihr zwei Waffen tatsächlich an, was sie dual wieldet, ja. Sie hat Krallen als Waffen. Okay. Das ist cool. Gut. Questlog. Es gibt ein Questlog hier einfach mit drin. Schön. Ach, schön. Das ist richtig übersichtlich. Okay. Also, ich finde es auch geil, dass es einfach immer noch aussieht wie so ein RPG-Maker-Chipset. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach eine andere Art des RPG-Makers ist, die sie benutzt haben, um das Game zu machen. Ich muss das Buch finden. Aber es sieht auf jeden Fall heimisch aus. Auch wenn ich kein großer Fan von den Titty-Fanservice-Bildern bin. Und dass er auch ein bisschen dabei am Rot blaschen ist, ist auch weird, aber hey. Ich sehe keine Vögel oder Fische. Kleine Tiere meiden meistens Orte mit dunkler Magie. Das ist ein gutes Zeichen. Hm. Moment. Was ist das? Tutorial Fight! Ein Schattenwesen? In diesem Wald? Das sollte ich leicht vernichten können. Nutze über das Ringmenü die Befehle Angriff oder Fertigkeit, um die Gegner zu vernichten. Die Drehrichtung des Ringmenüs kannst du bei Bedarf Emotionspunkte invertieren. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier, Moment, ich blende mich mal aus. Wir haben hier die Zugreihenfolge ganz oben in der Ecke, da oben. Und ansonsten Elaine. Wir haben 5 Party-Slots. Es ist Turn-Based, das gefällt mir, das ist gut. Wir haben HP, Blutpunkte, RP. Keine Ahnung. Und 4 Quadrate. Das sind vielleicht Buffs und Debuffs? Keine Ahnung. Blutsaugen, Angriff, Fertigkeiten. So, sie ist ja eigentlich eher ein Mage. Ah, das sind Skillpunkte, nachdem man so ein bisschen angegriffen wird. Wahrscheinlich füllen die sich auf, dann kann man das benutzen. So, alle Gegner Feuerschaden. Ein Gegner Feuerschaden. So sagt brennen. Klingt gut. Ha! Ach, mit dem RPG-Maker-Sound, das ist ja nice. Ach, es ist so wholesome. Holy Damage. Ich mag das Character-Art. Starke Seele. Jetzt kann ich mir eine Mumie beschwören. Cool. Mhm. Alles sehr übersichtlich, alles sehr hübsch. Schattenwesen. Hier geht wirklich etwas Merkwürdiges vor. Elaine ist ein Vampir. Daher heilen sämtliche ihre Wunden nach jedem Kampf von selbst. Dies verbraucht aber einen Teil ihres Blutvorrats. Ist der Blutvorrat zu gering, fällt sie in Raserei, bis ihr Blutwert wieder erhöht wurde. Geeignete Feinde können im Kampf ihr Blut ausgesaugt bekommen. Verschiedene Tränke liefern ebenfalls Blut. Ah, das. Jetzt muss ich überlegen. Finde ich das cool? Ich denke, ich finde das cool. Ich glaube, ich mag das. Okay. Also. Hier ist nichts zu holen. Ach, ich wollte gerade sagen, da ist doch was, oder? Oha, ein Dogger. Gut, ist kein Problem. Flammeninferno. Ja, aber ich glaube, ich mach. Wo sagt Gift? Geil, nicht dabei. Nebel der Verwesung. Das macht ja gar keinen Spaß. Aber vielleicht ist Gift sehr stark. Naja. Flammeninferno, vielleicht noch ein bisschen Feuer doch dazu. Kann ich beides machen? Ich habe gekrittet mit dem Zauber, das ist cool. Ah, jetzt haben die 2 Statusveränderungen drauf und die sind auch ebenfalls. Okay, Brennen macht ordentlich Schaden. Gut, Brennen wird also weiter benutzt. Sehr gut zu wissen. Sehr, sehr wichtig. 2 starke Seelen. Mhm. Dass du im Kampf zuletzt benutzte Befehle merkst und dass die Lebensenergie der Gegner permanent angezeigt wird. Ja, das habe ich eingestellt mit der Lebensenergie, weil das einfach übersichtlich ist. Dort vorne scheint eine Höhle zu sein. Die sollte ich erkunden. Da ist eine Höhle, ja. Gucken wir gleich. Ach, guck mal, da sind sogar die Blümchen. Die wir aus Vampire Stone 2 kennen. Ah, es ist so schön. Ich fühle mich so heimisch. Ja, okay, dann gehe ich halt in die Höhle. Kann ich eigentlich jederzeit speichern? Oh mein Gott, das Spiel ist für Let's Player gemacht. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen der ersten Folge. Das wird noch ein Stück dauern, bis wir wahrscheinlich beim richtigen Gameplay ankommen.
Weil wenn ich dann Vampire Stone 2 zurückdenke, wo wir irgendwie 10 Folgen im Intro waren, bis wir dann unsere Party steuern durften. Wir bleiben gespannt. Es ist nice. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sehr gut an. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und wenn ihr mich noch weiter supporten wollt, habe ich unten in der Videobeschreibung auch meinen Patreon-Link. Da könnt ihr mir dann was Geld zukommen lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!